Formel 1 News zu Max Verstappen. Der Weltmeister bekam gestern 3 Untersuchungen, allesamt wegen Blockierungen. Gegen die beiden Mercedes am Ende der Boxengasse, gegen Sargent und gegen Tsunoda. Die Rennleitung argumentierte wie folgt. Bei der Boxenausfahrt stand Verstappen ungefähr 14 Sekunden, aber er hatte sich keinen offensichtlichen Vorteil verschafft, indem er so lange an der Boxenausfahrt gewartet hat, aber das Potenzial, andere Fahrer zu beeinträchtigen, rechtfertigt eine Strafe. Es wurde festgestellt, dass der Niederländer gegen Artikel 37.5 des sportlichen Reglements verstoßen hat und daher eine Strafe in Form einer Verwarnung angemessen ist. Verwarnung Nummer 1. Bei der Blockierung gegen Sargent zwischen den Kurven 17 und 18 stellten die Stewards fest, dass Verstappen in der Vorbereitungsrunde von vielen anderen Autos umgeben war und deshalb entschied, geradeaus zu fahren und seine Linie zu halten. Er fühlte, dass jede Bewegung nach links oder rechts zu einer Kollision hätte führen können. No further action. Bei der Blockierung gegen Tsunoda entschieden die Rennleiter wie folgt. Verstappen habe erst sehr spät Platz für Tsunoda gemacht, Red Bull sah ein, dass die Kommunikation mangelhaft war und dass sie ihren Fahrer erst informierten, als Tsunoda neben ihm war. Verwarnung Nummer 2 und eine 5.000 € Geldstrafe für Red Bull. Eine Gridstrafe gibt es erst dann, wenn ein Fahrer 5 Verwarnungen in einer Saison gesammelt hat.